Herzlich willkommen zu einer neuen Folge King's Bounty Darkside und man darf ja öfters mal Angst haben. Ich habe gerade Angst, jetzt gleich kräftig auf die Schnauze zu bekommen. So, wir haben hier drei feindliche Truppen, denen wir uns direkt stellen müssen. Das wird verheerend. Feuerball. Schleudert einen Feuerball auf den Feind und verursacht 4 bis 7 Feuerschaden und zieht sowie 30% an den Truppen auf benachbarten Feldern. Dann würde ich doch eigentlich sagen, dann wäre doch das hier der ideale Kandidat, wenn die da hinten brennen würden. So, wir haben Feuerball zweimal, wie ich gerade sehe. Das ist ja witzig. Oh. Mir fehlt Mana. That's not so good. Something's not so good. Gibt's eigentlich... Ach, hier drin gibt's keine Mana-Dränge zur Verfügung. Die hätte ich... Mist, den hätte ich draußen schlucken müssen. Eieiei, das wird nicht so gut. Aber rüsten wir einfach mal weiter. So, der brennt. Ja, ich habe immer noch kein Mana. Das bedeutet... Sollen wir ihn eventuell transformieren? Ja, können wir machen. Würde ich mal vorschlagen. Und auch hier kann ich die Kamera nicht sonderlich weit drehen. Es ist eigentlich schade. Ich würde gerne mehr sehen. Ich würde gerne sehr viel mehr sehen. So, der bleibt in Verteidigungsposition. Gewaltiger Schlag. Die Schlange stürmt über ein freies Feld hinweg auf das feindliche Ziel zu. Richtet 4-7 Schaden und vergiftet das Ziel. Der Feind kann keinen Gegenangriff ausführen. Jetzt ist die Frage. Damit die Kreatur diese Fähigkeit benutzen kann, muss die feindliche Truppe ein freies Feld entfernt in Angriffslinie stehen. Tja, das tut sie leider nicht. Deswegen müssen wir uns einfach mal noch selber bewegen. Oh, was haben wir denn da, Dickes? Boah. Ich krieg echt noch auf die Mütze. Netz. Die Einheit spinnt ein Netz, mit dem eine benachbarte feindliche Truppe der Stufe 1 hier gefangen wird. Das Ziel kann sich anschließend nicht mehr bewegen. Ja, das ist ganz toll. Bringt uns allerdings nicht sonderlich viel. Noch nicht zumindest. So, wie viel Mana haben wir? 4 Mana. Müssen wir noch eine Runde warten. Ich bleibe mal in Verteidigungshaltung. Und da kommt er auch schon und haut zu. Verspotten. Verspottet einen Feind der Stufe 1 bis 4, der sich noch nicht bewegt hat und bringt ihn dadurch aus der Fassung. Der wütende Feind versucht, den Angreifer sofort zu vernichten. Okay. Ach so, ja, im Endeffekt spotten. No? Im Endeffekt spotten. So. Nochmal ein Feuerball nach da hinten. Lass die mal schön brennen. Na gut. Was haben wir denn hier? Tötungen. Da würden wir einen damit töten. Mal gucken, wenn er zurückhaut. Er haut nicht zurück. Finde ich auch klasse. Die bleibt in Verteidigungshaltung, weil nämlich, ja, der funktioniert noch nicht, da darf nur ein Feld dazwischen sein, also muss sie warten. Allerdings, jetzt würde es dann funktionieren. So, unsere Spinne ist dran. 1 bis 3 würden bei diesem Angriff vernichtet werden. Werden wir gleich mal sehen. Er haut zurück und wir kassieren sogar 4 Verlust. Nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, 2 bis 8, 3 bis 8, 0 bis 2. Ich würde aber sagen, wir supporten mal die Spinne. Und die Schlange mache ich mir ehrlich gesagt weniger die Gedanken. Wir supporten definitiv mal die Spinne. So, der kommt zu mir bitte. Und die hier... Achso, da steht es noch nicht. So, Tötungen 1. Zack.
So, die müssen geröstet werden. Die Spinne wird... Ja, das geht doch aber. Und schon kassieren wir nur einen Verlust. Da haben wir doch ziemlich... Da haben wir schon ziemlich reingehauen. Das sollte eigentlich soweit funktionieren. Jetzt fehlt eigentlich tatsächlich... Wir haben ein Mana. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Soll ich hier weiter mit angreifen? Oder komm, ich gehe rüber zur Schlange, unterstütze die Schlange ein wenig. Die kann das auch gut gebrauchen. Oh, zack, weg. Ja, 1 bis 3. Moment, der greift an und rennt wieder zurück. Echt jetzt? Seit wann das? Gut zu wissen. Ja? So, ja. Oh, wir verlieren aber auch 2. Die Sache ist halt die, selbst wenn wir gegen den relativ gut abschneiden, was ist denn dann mit dem nächsten und mit dem übernächsten? So, erstmal weg mit dem. Na gut, wir haben ja noch was auf der Reservebank. Es ist ja nicht so, dass wir gänzlich aufgeschmissen sind. Das möchte ich ja jetzt so auch nicht, das möchte ich so jetzt ja auch nicht unterschreiben. So, der hier nimmt sich den davor. Und der hier nimmt sich den davor. Und zack, und wieder zurück. Ich finde das cool. Überfall. Wahrscheinlich, das müsste hier wahrscheinlich die Fähigkeit Überfall sein. Er rennt also vor. Bam. Oh, da meint es aber einer ernst. Oh, 2 Schlangen verloren. Ich habe nur noch eine Schlange übrig. Eine Schlange nur. Oh, der haut zurück. Wir verlieren wieder 3. Eieiei. So, dann bearbeiten wir mal den da hinten. Schaden, 1 bis 2 Tötungen. So, das läuft auf jeden Fall. Und der, würde ich sagen, attackiert hier. Aber die Schlange wird halt sterben. Das wird wohl... So ziemlich sicher. Ach so, Mist, 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 Mist. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Nein. Okay. Dann nehmen wir die da. Und da würde ich sagen, vielleicht die Spinne. Dann geht der Schaden von der Schlange teils auf die Spinne über. So, die Spinne ist die Verteidigungshaltung. Nein. Der ist weg. Moment, Moment, Moment. Was? Wie? Wieso ist der weg? Okay, das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Mann. So, der ist weg. Was kriege ich denn dahin? Ja, ich würde sagen, hauen wir den noch ein bisschen zu Brei. Und zack. Oh, 3 Schaden, das ist ja, ist ja billig. So, die Schlange ist tot. Die Spinnen verlieren auch 1. Ah. Das ist doch ein Witz. So, Spinnen auch weg. So, da kassiere ich aber auf voller Bandbreite. Warte mal eben. 3, 8, 1, 2. Dann nehmen wir mal den da. So, weg mit dem Gezicht.
Und zack. Oh, das werden wir aber nicht schaffen, oder? Okay, den da weg. So, kassiere ich halt eben auch. Boah. So, wir knocken den aus. Nicht ausgenockt. Doch, jetzt ausgenockt. Okay, zack. Oh, greifen wir mal von hinten an. Lolala. Wow. Boah, stirbt der auch irgendwann mal? Der hat ja ewig viel Gesundheit. So, zack. Mist. Aber jetzt. Jetzt muss er leiden. Und zack. Wow. Da haben wir genauso gelitten wie er, kann ich da nur sagen. Wir müssen uns zurückziehen, wir müssen uns zurückziehen. Oh Mann. Okay, die stehen jetzt direkt davor. Was sagt denn der Held? 26 von den Spinnen. 12 von den Schlangen. Die sind ja an sich echt nicht schlecht, diese Kobolde. Von denen könnte ich mir rein theoretisch noch mehr reinziehen. Maximum. Soll ich mir mal wieder... So, die auffrischen, die auffrischen. Hier kriege ich maximal 13. Hier kriege ich maximal 24. Das ist... Das Skelett nicht genug Führerschaft. Ja, das ist mir aber eigentlich gerade relativ egal. So. Kann ich jetzt hier noch was? Nein, 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 leider nicht, leider nicht. Geist der Dunkelheit. Puh. Jetzt würde ich sagen, Verwendung für den Mana-Drang. Und somit habe ich wieder genug Mana fürs Erste. Und Schlüssel der Dunkelheit. Einer von drei Schlüssel, die das schwarze Tor von innen sperren. Info... Ne, super. Das ist das Gleiche, was wir gerade eben hatten. Okay, dann sollen wir rausgehen. Na, können wir speichern mal noch eine Runde. Speichern... Nur zur Sicherheit können wir hier eigentlich auch nach Schätzen graben. Nein, okay, hier drin geht es nicht. Und wir haben gar keine Möglichkeit auszuweichen. Och du Scheiße. Gesundheit. 9, 55, 60, 55. Okay, die Elfen, die müssen weg. So, dann würde ich sagen... Warte mal ganz kurz. Schaden, Elfen... 55, 60. Boah, dann schicken wir die da auf jeden Fall mit. So, die Feuerbälle. Immer schön austeilen. So, jetzt darfst du deinen Zug machen. Und dann wollen wir mal schauen. Ach du meine Güte. Was zum Geier? Hey. Meine Bogenschützen leiden gerade heftig. Albtraum, Faune benutzt. Werwolf benutzt die Fähigkeit heulen. Was? So, 3 bis 7. 0 bis 1, 7 bis 8. Wie viel Leben haben die? 55. Die haben scheiß viel Leben. 20 bis 30 Schaden. Das ist ein Faun. Kreatur des Lichts, Stachel des Waldes. Die müssen wir auch ausnocken. So, 30 bis 40. Zack. Weg damit.
Eigentlich gerade die Fernkämpfe, die müssen auf jeden Fall weg. Boah. Okay, die sind weg schon mal. Die Feen sind weg. Mit dem hier muss ich aber hier rüber. Okay, mein Imprint nach vorne. Was macht der? Werwölfe heilen ihre Wunden, 39 Gesundheit wiederhergestellt. Ach du meine Güte. Werwölfe, die sind ja übel pervers im Heilen. Die sind ja übel pervers. Ich überlege jetzt gerade. Tötungen. Ja gut, machen wir erstmal die hier fertig. Boah, die Spinnen haben aber auch zu leiden. So, mein Bogenschütze kann von da nicht schießen. Dann würde ich sagen, dann kassieren wir erstmal bei denen hier. Beziehungsweise wir lassen sie kassieren. Blutung, Höllenspinne sterben. 1. Faune benutzt die Fähigkeit Erschöpfung. Ziel Spottkobolde. Boah, könnt ihr mal aufhören, so blöd zu lachen? So. Ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Oh, ihr verliert... Mist, ihr verliert leider keinen. Boah. So, ich greife die Faune mit der Schlange an. Und zack, wieder einer weg. Ja, die Faune kann laufen, so viel sie will. Sie kommt... So, wir greifen den da von hier aus an. Dann sind wir schon mal von dem anderen Werwolf weg. Okay, einer würde verschwinden. Wir können aber auch einfach mal den da hinten behaken. Er kann sich ja nicht mehr bewegen. Super. Er hat sich jetzt gerade genauso viel geheilt, wie ich im Schaden zugefügt habe. Sehr unproduktiv, möchte ich meinen. So, Schlange. Die Bogenschützen müssen unbedingt geschützt werden. So, was ist die Faune? Blutung, Höllenspinne sterben. Die Faune... 9 Schadenspunkte auf die Kobolde. Angriff und Verteidigung verringert. Ja, was? Das ist der Da stand doch gerade eben, dass das Ziel keinen Gegenangriff ausführen wird. oh Mist. Der hat sein Spinnennetz verloren. Er kann sich jetzt also wieder bewegen. Oh Mann. So, dann bin ich doch mal gespannt. Komm, wir hauen jetzt einfach mal richtig rein. Die Schlange und der Kobold, die Koboldeinheit, die sollten eigentlich ausreichen. So, 2 Spinnen habe ich noch. So, komm doch mal her, du blöde Faune. Toll, mit Nahkampf, mit Fernkampf. Hä, was? Oh, so war das aber nicht geplant. Fein. Eieiei. Und die heilen sich auch direkt wieder. So, als erstes mal kriegen die hier auf die Mütze. Als nächstes schlachten wir den Werwolf hier. Und dann... Zack. Und weg. Ja, halt du dich ruhig. Du kannst nicht wiederbeleben. Heilen ist mir Lade.
Du kannst dich so viel heilen, dass es dir zu den Ohren rauskommt. Okay. Die Bogenschützen assistieren von hinten. Die Faune werde ich gleich umzingeln. Kann ja nicht wahr sein, dass die letzte Faune echt hier... Na komm, da geben wir jetzt eins drauf, dann ist sie weg. Wir müssen uns aber echt gleich wieder in die Burg zurückziehen. Wir brauchen Nachschub. So, die Schlange ist dran. Bogenschützen, Feuer! So, mit dem Imp. Was? Ach Mist, der braucht noch eine Aufladung. Können wir den da darüber? Ob wir da nicht mehr erreichbar sind? Ja, dann schlachtet er aber meine Bogenschützen. So, Schlange hat es geschafft. So, wir verziehen uns, dass er nicht... Jawoll. So sieht man das doch gerne. Da ist zwei Felder rüber. Das heißt, er kann zwei Felder hier entlang laufen. Ich kann vier Felder laufen. Auf der anderen Seite... Macht doch nix. Oh, zack. Na, jetzt hat er sich wieder geheilt. So, Bogenschützen, tut eure Pflicht. So, einer fliegt weg. Mit dem jetzt ziehe ich mich zurück. Es ist allerdings gleich die Kobold-Einheit fällig, verliert aber keinen Kämpfer. Zum Glück, so, Schlange vor. Ja, 30, 49, so, einer fällt wieder. Runde 15. Und weg ist er. Herzlichen Glückwunsch, Bert. Du hast es geschafft und du bist Stufe 5. Ich wollte gerade sagen, Level. Na gut. So, jetzt müssen wir aber gleich wieder in die Burg rein. Achtung, bereithalten. Okay, gut. Einmal. So. Frischen erholen wir uns. Wir haben ja keinen Mana verbraucht. Das heißt, ich habe jetzt für den letzten Kampf noch volles Mana. Jetzt würde ich erstmal sagen, kaufen wir Nachschub. Das sind Spottkobolde. Nee, das sind normale Kobolde, das andere sind Spottkobolde. Die brauche ich aber nicht. Wie viel Leben hat der Zombie? Der hat 36 Leben. Wie viel haben denn die eigentlich? 30 und die haben 10. So, Maximum am Bogenschützen. Was hole ich mir denn da noch dazu? Da kann ich doch eigentlich noch was... Ja, nein, nicht das Questlock. Da kann ich doch eigentlich noch was dazu holen. Vielleicht wieder... Okay, 14. Okay, von denen kann ich leider keine mehr befehligen. Was hole ich mir denn da noch dazu? Ja gut, was könnte ich denn dazu holen? Ich könnte mir Zombies holen. Kreatur der Dunkelheit, Untot, Negro-Energie. Ja, das ist okay. Was haben wir da eigentlich noch? Libelleneier. Libelleneier, das sind doch fliegende Einheiten. Was wäre... Ach so, kann ich die gar nicht direkt... Oh, ich bin schon wieder weit über der Zeit. Liebe Leute, an der Stelle verabschiede ich mich. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal. Ich hoffe ihr auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und in der nächsten Folge, da machen wir den letzten fertig.